Wir sehen uns auf reitschuster.de. So, und heute mal etwas ganz anderes, meine Sendung im russischen Sender Ost-West, hier für Sie von mir selber simultan übersetzt. Schauen Sie rein, der Gast, ein sehr, sehr prominenter Russe, guter Bekannter von mir. Viel Vergnügen! Guten Abend, ich begrüße Sie zu unserem Programm Russisch mit deutschem Akzent. Unser Gast heute, der frühere Vizeregierungschef von Russland, Alfred Koch, der heute in Oberbayern wohnt. Ich begrüße Sie, Herr Koch. Grüße Gott! Ich warne schon, dass ich dieses Programm aufzeichne, bevor ich nach Moskau fahre, und deshalb wird es hier keine Eindrücke geben aus Moskau, und wegen der Reise nach Moskau kann ich das nicht aktuell aufzeichnen und erst später dann die Eindrücke aus Moskau. Wir wollen heute zu den aktuellen Ereignissen kommen. Alfred, wie schätzen Sie die weltpolitische Situation ein im Moment? Ich gebe Ihnen einen großen Aufschlag, damit Sie schießen können, wohin Sie wollen. Koch. Na, in der Welt, das ist schwierig für mich zu sagen, was vorgeht. Um ehrlich zu sein, der Krieg zwischen Israel und Hamas, ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendetwas anderes gibt von dieser Brandbreite, vielleicht noch die Flüchtlinge aus Spanien nach Spanien, aus Marokko, weil Spanien ja hier die Armee einsetzen muss, um diese Flüchtlingswelle zu brechen. Was gibt es sonst noch Großes? Europa geht langsam aus der Quarantäne heraus, aus dem Lockdown, aber so langsam, dass wir das eigentlich kaum bemerken. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis, Alfred und ich haben vor der Sendung uns unterhalten, ob er schon in Österreich war, weil Österreich ja sehr lange geschlossen war und er konnte nicht rüberreisen im kleinen Grenzverkehr. Aber Sie haben Ihre neue Freiheit noch nicht genutzt, Alfred. Nein, ich konnte die neue Freiheit noch nicht nutzen, aber es gibt ein persönliches Erlebnis, das wichtig war für mich. Wir haben die erste Impfung gemacht, jetzt gerade am 14. Mai. Mit Pfizer, BioNTech. Die nächste Impfung ist in 6 Wochen. Wie kommt das? Uns haben Leser schon geschrieben, wie können wir so einen bösen Corona-Leugner wie Koch hier zeigen und jetzt sind Sie geimpft, das passt ja überhaupt nicht, dann sind Sie kein Corona-Leugner. Koch, ich kann nicht verstehen, wie das eine mit dem anderen zu tun haben soll. Die Kritik an der Lockdown-Politik und ein Verzicht auf die Impfung, ich halte Impfungen für sinnvoll. Und noch mehr, ich denke, man muss so schnell wie es geht alle impfen. Ich verstehe nicht, warum man alle einsperren sollte und die Geschäfte dicht machen sollte, das verstehe ich bis heute nicht. Aber mir scheint, das eine hat mit dem anderen eigentlich nichts zu tun. Und deshalb ist es Unsinn, wenn man mich als Corona-Leugner bezeichnet oder als Covid-Leugner. Ich bestreite nicht, wahrscheinlich gibt es diesen Virus, ja, einverstanden. Und man muss mit ihm mit Impfungen kämpfen und nicht durch Lockdowns und Einsperren. Die Vereinigten Staaten sind jetzt im Moment sehr getrennt, sage ich, und zwar dadurch, dass einzelne Staaten eine ganz andere Herangehensweise haben als andere. Florida hat schon alles beendet, die ganzen Corona-Maßnahmen, Texas genauso. Und jetzt geht es noch weiter. Der Gouverneur von Texas hat einen Befehl unterschrieben, eine Anordnung, dass man von niemandem fordern darf, dass er Masken aufhat. Und es geht noch weiter. Er bietet Privilegien für Geimpfte und in anderen Staaten ist das auch so. Ich halte das für sehr interessant, dass die Vereinigten Staaten, sehen Sie, da kommt sogar Siri, schimpft hier sofort, weil ich über die Vereinigten Staaten berichte. Warum? Wir haben schon Gedankenkontrolle hier bei Apple. Apple sagt Reitschuster, sagen Sie nicht solche Sachen. Und der Gouverneur von Texas sagt, dass es für ihn sehr wichtig ist, dass die Freiheit Vorrang hat, dass die Leute selber die Verantwortung haben für ihre Handlung. Das ist eine ganz andere Herangehensweise als in Deutschland. Ich muss nochmal sagen, ich begrüße so eine Herangehensweise wie in Texas sehr. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass Schweden genau das macht, und zwar schon viel länger und früher als Texas. Deshalb ist Texas für mich kein großes Beispiel. Die sind erst so mutig geworden, nachdem sie die Hälfte geimpft haben. Schweden war schon von Anfang an so mutig. Und deshalb scheint es mir, dass die schwedische Herangehensweise, dass man das auch schwedisch nennt und nicht Texas, die Texas-Methode.
Wenn wir uns Deutschland anschauen, dann waren die Ziffern in Schweden zunächst schlechter als in Deutschland und jetzt, aber Sie kennen diese Ziffern besser als ich. Also ich muss es nochmal sagen, Schweden sieht in Sachen Todeszahlen bei Coronavirus besser aus als Europa im Ganzen. Fast so gut wie Deutschland. Deutschland, glaube ich, 1.100 Menschen sind gestorben pro Person, in Schweden etwas mehr als 1.300. Und die schwedischen Zahlen sind viel besser als die spanischen, französischen, Großbritannien, Tschechien, Polen und viele andere. Ich würde so sagen, die Mehrzahl der EU-Staaten hat schlechtere Zahlen als Schweden. Und mit Ausnahme von Schweden haben alle anderen Staaten Europas einen Lockdown eingeführt. Die Gegner des schwedischen Weges, die sagen, man kann Schweden nicht mit der EU vergleichen, sondern man muss Schweden mit den skandinavischen Nachbarn vergleichen und das sei es auch nicht besser. Das ist Demagogie, ich verstehe nicht, wie die funktioniert, denn ich kann nicht sagen, warum Schweden sich stark von Polen unterscheiden soll. Das sind beides Ostseeanrainerstaaten. Die Bevölkerung ziemlich ähnlich und Polen hat eine höhere Todesrate als Schweden. Wie soll sich Polen unterscheiden von Lettland, Litauen? Schweden kann man nicht mit Norwegen vergleichen, weil die Bevölkerungsdichte höher ist. Und in Schweden lebt man in Ballungszentren, das wird immer unter den Tisch gefallen lassen. Und man kann Schweden nicht am Territorium messen, das ist eine reine mathematische Übung, denn die Mehrzahl der Bevölkerung lebt in drei Ballungszentren, Stockholm, Malmö und Göteborg. Ja, in den Ballungsräumen, nicht nur in den Städten, ja genau, in diesen drei Ballungsräumen. Und da ist die Dichte etwa wie in Deutschland und von daher ist es Unsinn, wenn man Schweden vergleicht man muss Schweden vergleichen mit anderen europäischen Staaten und nicht nur mit skandinavischen. Wieso soll man die nur mit skandinavischen vergleichen? Was ist so skandinavisch, was soll da Schweden von Großbritannien vergleichen oder Irland? Ja, da sind die näher als an Norwegen. Ja genau, Norwegen ist ein Land, das durch seine Rohstoffvorkommen vor allem lebt. Und die können sich erlauben, einen langen Lockdown zu haben, weil die Mehrzahl der Bevölkerung hat nicht an der Wertschöpfung großen Anteil, weil das über Rohstoffe geht, während die Schweden durch menschliche Arbeit leben. Und deshalb müssen die Leute dort arbeiten in Schweden und tun das auch. Deshalb muss man Schweden mit Deutschland vergleichen, mit Holland, mit Großbritannien, aber nicht mit Norwegen. Ja, Finnland hat bessere Zahlen als Schweden. Ja, aber Polen schlechter. Was soll da so speziell skandinavisch sein? Warum vergleichen wir Schweden nur mit Dänemark oder mit anderen? Warum haben die Deutschen so viele Angst? Man hat den Eindruck, dass hier die Angst vorherrscht. Wir haben so eine harte Politik. Wir haben den Eindruck, dass diese harte Politik große Nachfrage hat, beliebt ist bei einer Mehrzahl der Bevölkerung, obwohl ich glaube, ein Drittel ist skeptisch, aber dennoch eine Mehrheit scheint zu sagen, oh danke, dass wir so beschützt werden. Ist das der autoritäre Charakter der deutschen Gesellschaft? Was denken Sie? Ich kann Ihnen nur eines sagen. Wenn man die Innenpolitik anschaut, die deutsche, da kann ich mich nicht so gut aus wie Sie. Sie sind ja nicht mehr nur ein Journalist, Sie sind ja schon eine öffentliche Figur inzwischen, und zwar von bundespolitischem Maßstab. Ich sage ja leider, leider, leider. Koch weiter. Ich würde da lieber Ihre Meinung hören. Warum ist es in Deutschland so geschehen? Warum verhalten sich die Deutschen so? Meine Einschätzung, die behalte ich lieber für mich, denn ich glaube, meine Einschätzung ist subjektiv und wahrscheinlich nicht so kompetent. Ich lebe hier im Dorf, im Süden Deutschlands, und meine Einschätzung der gesamtdeutschen Situation, ich glaube nicht, dass die professionell ist. Ich sehe zwei wichtige Faktoren, obwohl ich natürlich auch andere sehe, aber stark vereinfachend würde ich sagen, zwei wichtige Faktoren. Der erste Faktor, das, was man German Angst nennt im Englischen, wo man das als deutsches Wort übernommen hat. Vielleicht hat das mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, die ganzen Traumata, die man hatte, die deutsche Mentalität, diese Vollkasko-Mentalität in Deutschland, dass man in allem sich vor Gefahren hüten muss. Und noch die Mentalität, die
Tucholsky beschrieb. Er sagte, wenn ein Deutscher hinfällt, dann überlegt er nicht, wie er wieder aufsteht, sondern von wem kann man Schadenersatz fordern dafür, dass man gefallen ist. Ich glaube, ich bin eigentlich mit Ihnen einverstanden im Ganzen, dass das beim Problem der nationalen Mentalität ist, aber ich glaube, Deutschland hat nie in einer richtigen Demokratie gelebt, die die Verantwortung der Menschen für sich selber beinhaltet. Das war immer ein paternalistischer Staat, Deutschland. Und die Deutschen sind sehr viel loyaler gegenüber ihrem Staat und gehorsamer als in anderen Städten. Und ich denke, der Staat nutzt dieses Vertrauen der Menschen sehr stark aus in letzter Zeit und nicht immer zum Nutzen der Menschen. Und deshalb glaube ich, in dieser Situation, dass wir die Deutschen auf den Lockdown reagieren, das zeigt diese Neigung zum Paternalismus. In einem muss ich hier widersprechen. Sie sagen, Deutschland war nie Demokratie. Nein, bin ich nicht einverstanden. Die Bundesrepublik in Westdeutschland, die war demokratisch. Aber das, was Sie beschreiben, dieser Paternalismus, also dieser in vielen sozialistischen Weg, den gab es. Diese westdeutsche Demokratie war auch nie so eine libertäre, wie Sie sich das wünschen. Also ich würde sagen, die Bundesrepublik war natürlich ein demokratisches Land im Vergleich zur DDR. Und wenn wir analysieren, wenn wir sie mit der reinen Lehre der Demokratie vergleichen, wie in der USA oder in Großbritannien oder in der Schweiz, dann sehen wir eine Reihe von Verzerrungen, zum Beispiel die ganze Periode der Existenz der Bundesrepublik, als sie noch getrennt war von der DDR, war das immer ein okkupiertes, ein besetztes Land. Ein Land, das von den Siegermächten besetzt war und deren Stimme war immer zu hören innerhalb von Deutschland. Und die war zurückhaltend, aber sie war doch durchgreifend, diese Stimme der großen Staaten. Und wenn wir ehrlich sind, die ersten Jahre der Bundesrepublik Deutschland hat seine ganze Politik und auch den Staatsaufbau so gemacht, wie das die Siegermächte wollten. Ich möchte protestieren dagegen, aber ich lasse Sie zu Ende reden, ich werde danach erst protestieren. Deshalb, als die Deutschland war nie wirklich sich selbst überlassen. Und insofern ist eine ganze Generation von Politikern aufgewachsen, die immer wussten, da ist der große Onkel und der entscheidet für uns, wenn irgendetwas ist. Und dass die Verantwortung immer für ganz schwierige Sachen immer weiter drüben ist in Washington und nicht in Bonn. Das ist erstens. So scheint es mir. Es kann sein, dass ich mich irre, aber das ist meine Meinung. Zweitens, in Deutschland gab es immer innerdeutsche Phobien, Ängste, die zum Beispiel zu Einschränkungen der Meinungsfreiheit führten, zu Einschränkungen bei das Recht auf sich zu äußern. Deutschland hat es einmal verbrannt am Nationalsozialismus und hat deshalb sehr vorsichtig auf alle Arten des rechten Extremismus reagiert und hat die linke Flanke völlig vernachlässigt, weil es sich zu sehr auf den rechten Extremismus konzentriert hat, statt auch auf den linken. Und ein Land, das so aufmerksam auf den rechten Extremismus schaut, führt Einschränkungen der demokratischen Freiheiten ein, von Meinungsfreiheit und so weiter. Ich möchte nochmal wiederholen, ich bin überhaupt niemand, der den Nationalsozialismus oder den Rechtsextremismus allgemein in irgendeiner Art verteidigen würde. Aber die Einschränkungen, die es in der deutschen Gesetzgebung gibt bezüglich der rechten Flanke des politischen Skeptums, die stehen dem entgegen, dass man sagen würde, dass Deutschland völlige Meinungsfreiheit hat. So, und jetzt kann ich endlich protestieren. Gegen was möchte ich protestieren? Gegen das Wort Okkupation, das Sie verwendet haben, Alfred. In Polen gab es eine Okkupation in der DDR, aber in Westdeutschland war es keine Okkupation im klassischen, in dem Sinne, wie wir es normal verwenden, dass irgendeine äußere Macht dem Land etwas aufdrängt gegen seinen Willen. Es gab einen Konsens, die Mehrzahl der Deutschen wollte das im Westen, ich auch. Es gab gewisse Einschränkungen der Souveränität, aber das war keine Okkupation in dem Sinne, dass die Gesellschaft das nicht wollte oder als etwas Fremdes auffasste in Westdeutschland. Und deshalb bitte ich doch sehr, dass wir das nicht vergleichen mit der echten Okkupation, die es in der DDR war, wo die Mehrheit dagegen war. Ich wollte das Wort Okkupation auch nicht negativ konnotieren. Ich wollte nur sagen, dass hier eine fremde
Das ist eine feindliche Armee. Ja, es war doch eine feindliche. Ich habe gesagt, nein, aber sie wurde freundlich. Sie wurde freundlich. Koch. Ja, aber wann wurde sie freundlich? Wann wurde sie freundlich? Gestern feindlich, heute freundlich. Ja, aber für die meisten. Jetzt heute Feind, morgen Freund, hin und her. Ja, aber viele Deutsche haben das als Befreiung aufgefasst. Viele, ich sage nicht alle, aber viele. Ich erinnere mich an meinen Vater, der hat sich damals gefreut, dass die Amerikaner da waren. Die haben den Kindern Kaugummis gegeben. Und wenn sich mein Vater erinnert an die Amerikaner damals, dann glänzen seine Augen und er freut sich darüber. In der DDR war das nicht immer und überall so. Aber lassen wir mal dieses Thema ein bisschen zur Seite. Sie haben einen wichtigen Faktor hier angesprochen, mit dem ich völlig einverstanden bin. Dass es in Deutschland immer so war, dass für die Außenpolitik, für die großen Probleme, die großen Brüder entscheiden. Amerika, Briten. Und dadurch ist ein gewisser Infantilismus entstanden in Deutschland. Wie beim Kind, wenn man das zum achten Lebensjahr vor allem beschützt und sagt, geh nicht auf die Straße, ist es okay. Aber wenn das mit einem 40-jährigen Mann passiert und man dem immer sagt, du kümmere dich nicht um das, was draußen ist, dann wächst hier ein gewisser Infantilismus heran. Und ihr Maßstab, ihr Horizont dieser Leute, das ist die Minderheiten retten, irgendwelche Kröten verteidigen vor dem Straßenverkehr, das ist alles wunderbar, das ist schön, Unisex-Toiletten, prima, gut, dass wir das machen, alles schön. Koch, ja, genau, Flüchtlinge, alles retten, Minderheiten, und genau das ist ihr politischer Horizont. Ich, ja, genau, und das ist ihr Horizont. Ich sitze ja jetzt in der Bundespressekonferenz und ich wundere mich da immer, also wenn es zum Beispiel um Israel und Palästina geht, da heißt es immer nur die armen Palästinenser, die armen Palästinenser. Ich versuche da auch mal die andere Seite zu bringen, zu sagen, dass die Israelis sich verteidigen. Aber das wollen viele nicht hören. Und es heißt immer nur, Israel muss aufhören. Und ich frage schon zurück, ich sage, wie soll eine Seite aufhören, wenn die andere ständig bombardiert? Aber ich habe den Eindruck, viele Kollegen und auch viele Deutsche, die verstehen das nicht. Also man kommt sich da ein bisschen vor bei der Einstellung wie im Kindergarten. Ich würde das so erklären, mit einem sehr einfachen Beispiel. Ich habe das auch erklärt, und zwar wie folgt. Einen großen Eindruck macht auf die Leute der Unterschied bei den Opfern. Israel wird angegriffen, Israel greift an, dann sterben 200. In Hamas greift an, da sind nur 10 gestorben in Israel. Dann heißt es, Israel, das sind wilde Tiere, und Hamas, die machen nur Feuerwerk und zufällig ein paar Opfer. Aber so ist es ja überhaupt nicht, das ist ja falsch. Hamas schießt 10-mal mehr Raketen auf Israel als umgekehrt. Aber Israel hat eine Luftverteidigung und Hamas hat keine Luftverteidigung. Die haben keine Luftverteidigung gekauft, weil ihnen das Geld zu schade war, um die eigene Bevölkerung zu verteidigen. Und deshalb ist es der Verdienst, dass es in Israel nicht so viele Opfer gibt, das ist nicht der Verdienst von Hamas, sondern von Israel, weil Israel sich um seine Bevölkerung kümmert durch ein Luftabwehrraketensystem. Und Hamas würde viel mehr Israelis umbringen wollen. Aber sie schaffen es nicht, sie kriegen es nicht hin. Sie kaufen mehr und mehr und mehr Waffen, wenn sie mal darauf achten. Das sind jetzt moderne Raketen, die viel weiter fliegen als die früheren. Bis Haifa fliegen die jetzt. Sie kaufen immer mehr Raketen, auch russische Raketen übrigens. Die kaufen sie auf dem Schwarzmarkt, kaufen sie bei Syrien, bei Libyen. Aber sie werden keinen Cent dafür ausgeben, um ein Luftverteidigungssystem auszugeben. Ich rede gar nicht von S-300, von so. Obwohl Libyen und andere Länder solche Systeme sogar haben. Warum kauft Hamas das nicht? Weil ihnen das Geld zu schade ist. Sie wollen kein Geld ausgeben, um ihre Leute zu schützen. Sie kaufen lieber dafür das Geld mehr Raketen, um Israel zu beschießen. Ihnen ist die eigene Bevölkerung egal. Ja, schlimmer noch, sie sind daran interessiert, um viele Opfer zu haben, Hamas. Weil dazu gibt es noch mehr künftige Gotteskrieger und noch mehr Opfer, noch mehr Leute, die bereit sind, Terroristen zu werden. Man hat noch mehr Bilder für Journalisten, mehr Tränen und noch mehr linke Politiker dann in Europa, die dann bereit sind, Palästina zu unterstützen und Palästina Geld zu geben. Und noch mehr, es ist allen bekannt, jeder weiß, dass die Hälfte von diesem Geld, von den Hilfsgeldern, dass die gestohlen werden. Dass Hamas und dass diese Hamas-Führer zu einem großen Teil sehr reiche Leute sind, die viel Geld investieren. Das sind sehr, sehr reiche, die im arabischen Raum sehr viel Geld investieren und die eigentlich diesen Kampf gegen Israel zum Business gemacht haben. Die sind überhaupt nicht interessiert an einer Deeskalation. Das, was da in Jerusalem passiert ist, war eine normale Polizeioperation. Man hat zwei Gruppen trennen wollen, feiernden Israelis und Palästinenser.
Die einen feierten da den Anschluss Jerusalems nach Israel damals und auf der anderen Seite Ramadan, der heilige Monat, und das haben die Araber gefeiert. Und die Polizei hat versucht, mit einer Polizeioperation diese zwei feiernden Gruppen zu trennen, damit die sich nicht umbringen gegenseitig. Natürlich hat das dann Unzufriedenheit hervorgerufen und es gab zu Folgen. Und die Folge war dann, dass Hamas anfing, Raketen abzuschießen. Und jetzt auf einmal fordert Hamas als Erste, dass die Welt Israel verurteilt. Wofür? Dafür, dass sie sich verteidigen, Israel? Dafür, dass sie sich effektiv verteidigen? Dafür, dass sie als Antwort auf 2.500 Raketen aus dem Gaza-Sektor mit 200 eigenen Antworten? Okay, der Beschuss mit israelischen Raketen war sehr viel effektiver als der Beschuss von Hamas, eben wegen der Luftverteidigung wiederum. Aber die haben ja auch gar nicht vor, eine Luftverteidigung zu bauen. Das ist doch völlig absurd. Das ist so, wie wenn damals einige von den Alliierten gefordert hätten, dass man den deutschen Luftabwehrraketen schickt nach Hiroshima und nach Dresden, damit man amerikanische Flugzeuge abschießen kann, weil die zu effektiv sind. Das ist, was gibt es für Vorwürfe? Es ist hier ein Krieg, der stattfindet zwischen zwei Gruppen, zwischen Israel und Hamas. Das ist Krieg. Und wie kann man fordern, sozusagen, dass die eine Gruppe aufhört in diesem Krieg, den nicht Israel angefangen hat. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe die Argumentation nicht. Hamas hat angefangen. Das ist sehr interessant, weil in Deutschland gibt es ja einen Konsensus, vor allem bei den Linken, dass die Luftangriffe auf die deutschen Städte, dass die begründet waren, dass das gerechtfertigt war. Und in Israel, da hat man dann die umgekehrte Logik. Da sagt man, die Israelis, die dürfen sich nicht verteidigen und müssen da aufpassen. Und da muss man auch dazu sagen, dass die Israelis oft zivile Ziele treffen, weil die Hamas-Leute sehr oft ihre Raketenstellungen in zivilen Objekten verstecken. Ja, und genau. Und da muss man auch dazu sagen, dass in Dresden, dass es dort keine militärischen Einrichtungen gab und dass man zielgerichtet auf die Zivilbevölkerung dort schoss. Ja, ist spannend, was Sie sagen. Koch, ja, und die Linken verteidigen die Bombardierung Dresdens. In Gaza sehen sie das aber genau umgekehrt. Ich, ja, es ist eine gewisse kognitive Dissonanz hier. Sie haben vorher gesagt, große Konzentration auf rechten Extremismus, Vernachlässigung von linken Extremismus. Und in deutschen Städten gab es ja jetzt viele antijüdische Demonstrationen, wo es zum Beispiel hieß, jüdische Schweine und dergleichen. Ja, und das wird alles als rechter Extremismus abgetan, sagt Koch. Ich, Angela Merkel, die ja bei irgendwelchen Taten von rechts immer die Erste ist, die ganz laut wird und sich hinstellt und selber etwas sagt. Und hier war es so, dass die Medien wenig schrieben, was wer das war, dass sie oft dann sagten, anti-israelisch. Und Angela Merkel hat geschwiegen selber, sie hat nichts dazu gesagt. Ich habe ihre Pressesekretärin gefragt, eine ehemalige Fokus-Kollegin von mir, wir haben in einem Büro gearbeitet. Ich habe sie gefragt, warum schweigt die Kanzlerin, warum sagt sie persönlich nichts? Und sie hat dann geantwortet, und es war ihr offenbar nicht sehr bequem, diese Frage hat man gesehen. Sie hat gesagt, wir Pressesekretäre haben ja geantwortet, und ich muss aber sagen, das ist ein großer Unterschied, ob ein Pressesekretär irgendwas vom Blatt abliest oder ob die Kanzlerin persönlich etwas sagt, was sie immer tut, wenn irgendetwas auch nur den Anschein hat, dass es mit rechts zu tun hat. Koch, ich glaube, das hat aber nicht nur damit zu tun. Ich glaube, das Problem ist noch ein anderes. Das Problem ist, dass sie nicht etwas verurteilen kann, dass sie arabischen Extremismus nicht verurteilen kann, weil die ja hier in Deutschland so stark zugenommen haben, dank ihrer Politik. Und wie soll sie das verurteilen? Sie hat die Leute hier reingelassen. Und wie kann sie jetzt sagen, ah ja, und das ist jetzt die Folge? Wie können Sie sagen, wie ich verurteile das, was die machen, die ich hier reingelassen habe? Und darum ist es ganz logisch eigentlich, dass sie hier schweigt und dass sie nichts sagt. Wie soll sie das verurteilen? Verstehen Sie? Ja. Und sie versucht deshalb, diesem Thema aus dem Weg zu gehen, weil sie eben nichts zu sagen hat zu diesem Thema. Ja, aber das sieht doch sehr unschön aus, wenn man in Deutschland hier schweigt dazu. Das sehen wir beide, sie und ich, aber die Medien, die sie ja in großen Teilen unterstützt, die Merkel, die schaut da weg. Ja, genau so ist es. Ist sogar nicht gesagt worden, dass es jüdisch ist, judenfeindlich, sondern es wurde oft gesagt, anti-israelisch am Anfang, dann hat sich es ein bisschen geändert. Wenn ich aber wenn jemand zur Synagoge kommt und vor der Synagoge schreit, die Juden sind Schweine, und dann ist das in meinen Augen nicht anti-israelisch, sondern dann ist das in meinen Augen klar anti-jüdisch
Und antisemitisch, man muss die Dinge mit ihrem Namen nennen. Ja, klar ist das Antisemitismus, da brauchen wir überhaupt nichts nachdenken und reden. Sehr starker Antisemitismus. Über Russland haben wir jetzt fast gar nicht gesprochen, aber über Russland sprechen wir dann in der nächsten Ausgabe. Da werde ich auch über meine Berichte erzählen, über Moskau. Viele sagen, das ist wie wenn man in eine ganz andere Zeit reist nach Russland, weil dort wie in der Zeit vor Corona alles noch ist. Ich bin sehr gespannt auf die Reise. Ja, mich rufen Freunde an aus Moskau, sagen wunderbares Wetter. Niemand denkt an Corona, alles offen, die Restaurants raus, alles offen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Politik ist oder eine schlechte, aber das ist die Politik in Russland. Ja, hier kann man ganz klar streiten. Viele sagen, die Zahl der Toten war im letzten Jahr von 300.000 bis 500.000 höher als in Deutschland. Aber das war letztes Jahr. Und letztes Jahr gab es ja bis zum Oktober eine Politik, die eigentlich identisch war mit der deutschen. Zuerst harter Lockdown in Moskau letztes Jahr, dann gewisse Einschränkungen und erst seit November gab es dann einen Riesenunterschied in der Politik zwischen beiden Ländern. Und deshalb würde ich sagen, dass die Zahlen aus dem letzten Jahr, das kann Schlendrian sein, das kann schlechte Medizin sein, aber die kann man nicht damit erklären, dass Deutschland und Russland so eine unterschiedliche Politik haben. Ich kann nur eines sagen. Im September werden wir erfahren, wie die Menschen in Deutschland Merkels Politik einschätzen im September bei den Wahlen. Ja, das wollen wir hoffen. Damit wollen wir dann Schluss machen. Das werden wir diskutieren im September. Ich sende Ihnen schöne Grüße nach Bayern. Ich erinnere daran, bei uns war heute unser Dauergast oder unser häufiger Gast Alfred Koch, früherer Vizeregierungschef von Russland. Und vielen Dank Ihnen, liebe Zuschauer. Danke, dass Sie das angeschaut haben. Alles Gute. Schauen Sie nächsten Samstag wieder rein. YouTube, на наш канал смотрите в социальных сетях. До свидания, до побачення, на вам дійшла ревідери, auf Wiedersehen, ciao, tschüss. Servus, по-баварски. Reitschuster.de